So, liebe Leute, wir sind zurück. Wir müssen noch einen neuen Keeper kaufen, weil uns Renu ziemlich kurzfristig verlassen hat. Das heißt, wir müssen nochmal schauen, was wir jetzt noch kriegen können. So, gucken, was wir noch kriegen könnten. Als jungen, neue Nummer, vielleicht als neue Nummer 1. Mal gucken. So, dann hole ich den Kobel vom VfB, an dem ist ja Dortmund, beziehungsweise Dortmund hat ja ihn geholt. So, dann gehen wir mal rein in die Transferverhandlungen, die heute tatsächlich anstehen. Haben wir denn 29 Millionen? So, 8 Millionen. Ha, verdammt. Okay, die haben schon abgelehnt. Ah, super. Okay, dann hat das auch sich erledigt. Dann muss ich mir da jetzt nochmal eine Alternative ausdenken. Schade, das war eine Idee. Es war nur eine Idee, mal einfach zu sagen, komm, ich versuche nochmal einen Keeper zu verpflichten. Es war einfach nur meine Idee, noch einen Keeper zu verpflichten. So, was haben die denn da? Baumann, ja. Freigabesumme 71 Millionen. Okay, das ist nicht realistisch. Also, was heißt nicht realistisch? Das ist nicht machbar. Finanziell vor allen Dingen. Trapp auch 33 Millionen, 33 Jahre alt schon. Torwart. Guck mal nach Bundesliga, ob da noch irgendwas Junges. Ein guter junger Keeper ist, der für uns vielleicht theoretisch finanzierbar wäre. Der jetzt nicht über 30 ist. Leonard Grill. Der Kobel wird nicht kommen, das ist klar, der hat das schon abgelehnt. Florian Müller. Marktwert 19 Millionen. Ich versuche ihn für vielleicht 23 zu verpflichten. Also hat die erste Priorität, einen neuen Keeper zu verpflichten. Ich kann ihn leider nicht für die Summe verpflichten, die ihr mir da gerade angeboten habt, weil ich will ihn gerne für die. Ich will ihn gerne haben als Nummer 1. Vielleicht als Nummer 1, ja. Mal gucken, vielleicht haben wir noch hätten wir einen guten jungen Keeper. Dann muss ich so. Dann geht. Ne, dann kann man leider nicht. Dann sagt der nächste Keeper ab. Ich krieg keine Motto. Krieg keine eine. Neuer Nübel wird wahrscheinlich nicht kommen. Gucken wir mal. Vielleicht kriege ich ihn zurückgeholt, aber ich glaube nicht, dass ich einen Kauf delegieren. Ich glaube nicht, dass ich ihn dass die Bayern ihn abgeben werden.
Doch, werden sie wohl. Ja, dann holen wir uns einen alten Bekannten wohl zurück. Verhandeln. Dann holen wir uns einen alten Bekannten zurück nach ins Tor mit Alexander Nübel. So, natürlich die Freigabesumme nicht reinnehmen. Rein mit euch. Und der nächste, der absagt. Also wir sollen jetzt gerade hintereinander die ganzen Tore, meine Wunschkeeper ab. Meine Keeper ab. So, also dann werde ich versuchen, bei Robin Zentner anzufragen. Ist auch kein schlechter Keeper eigentlich in Mainz. Ja, dann nehmen wir die 10 Millionen für den. Schade, dass Nübel jetzt abgesagt hat, finanziell einfach von der Grund. Ist kein schlechter Keeper eigentlich, aber gucken wir mal. Akzeptieren. Freigabesumme nehmen wir mal raus. Und damit haben wir noch einen Keeper. Und damit kommt Robin Zentner vom FSV Mainz 05 zu uns, den ich jetzt unbedingt verpflichten wollte, weil ich brauchte einen neuen Keeper. Und damit ist das. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir den jetzt erstmal, dass wir noch einen Keeper im Kader haben. Nehmen wir die 27 frei. Ja, ist doch frei. Nehmen wir die mit. So. Gut, dann haben wir das auch schon mal erstmal durch. Nach dem Renault Blitztransfer nach Porto. Geht für uns natürlich mit Zentner noch ein neuer Keeper ran. Warte mal, da ist noch irgendwas passiert. Stehe schon bei Verhandlungen. Wie haben wir denn da jetzt? Oh oh. 83 Millionen wollen sie bieten. Ich meine, das ist ein bitterer Abgang. Aber für das Geld kann ich mir noch mal was holen. Es tut gerade weh, ja. Aber. Damit können wir nochmal. Können wir nochmal versuchen, vielleicht sogar noch einen Blitztransfer rauszukriegen. Geht natürlich nicht. Das ist natürlich jetzt bitter. Die Frage ist: Geht der jetzt noch? Oder bleibt er? Oder geht er nicht jetzt noch? Ich muss natürlich jetzt nochmal rein. In diese Verhandlung rein. Und wenn ich ehrlich bin, für die Kohle kann ich mir meinen Wunschspieler holen, kann ich mir versuchen, mit Dani Olmo noch einen Außenspieler zu verpflichten oder Coutinho, je nachdem. Ich kann mir dann versuchen, noch mal einen Blitz und noch einen Außenspieler zu holen. Mal gucken, was passieren kann. Ja, die Frage ist, ob er jetzt geht oder nicht jetzt geht. Weil wenn er jetzt nicht geht, haben wir eine riesen Lücke drin. Ihr seid denn, dann geht's zur Winterpause noch. So, da sind 4 Nachrichten reingekommen. Okay. Keine Einigung. Ja, vielleicht sogar nicht mehr Brighton. So, dann nehmen wir das Angebot mal ab. Behalten wir das mal jetzt ein bisschen. Ja, gut. Ich hätte gedacht, 83 Millionen, da keine Einigung erzielt wurde. Aber
Ja, so viel Geld geworden. Definitiv. So, jetzt versuche ich mal nochmal wegen Transfers. Versuche mal gerade kurz mal auf die Transfers zu gucken, was wir da noch theoretisch holen könnten. So. Ja, das wird nicht alles nicht finanzierbar für den von der Kohle her. Musako, nee. So, kontaktieren. Vielleicht kommt er ja. Na, kommt er noch. Ist kein schlechter wahrscheinlich. Für den Fall, dass Alario das Geld, den Spieler für viel Geld, den Verein für viel Geld verlässt. Bin ich kein Fan davon, diesen Fall. Bei meinen Spielern zumindest nicht. So, damit haben wir noch schnell einen Stürmer verpflichtet. So, Transferzentrale. Ach, brauchen wir nicht. Ja, gut, okay. Wir haben jetzt in dieser Folge natürlich viel mit Transfers zu tun gehabt, das ist klar. Weil halt. Paulinho. Warum ist denn der nicht verfügbar jetzt gerade? Das frage ich mich gerade auch, warum der jetzt eigentlich nicht verfügbar ist. Wahrscheinlich, wenn er Nationalmannschaft oder so ist. So, okay, Trainingstag noch schnell machen. Und im nächsten Spiel treffen wir dann auf den 1. FC Köln. Wir sehen uns dann wieder und ich freue mich wieder, wenn ihr einschaltet bei Let's Play FIFA.